Ja, eine Lichtgeschwindigkeit immer mit dem verkrampften Versuch, etwas Besonderes zu bringen. Hier, Scuola di Cucina, Chianti Cooking. Das ist von Yoshi Grossa, ein Münchner Sternekoch, der hier in Colle d'Elsa im Chianti in der Nähe von Panzano eine Kochschule hat und ein Geschäft. Und ich habe hier heute, Freitag, 7. September 2012, auf meinem Giro d'Italia und die Überschrift EZB beschließt Anleihekäufe ohne Obergrenze mit Auflagen und hier Not kennt kein Gebot. Leitartikel oder Kommentar von Holger Stelzner, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute, und er sagt, in der Eurozone gibt es nun keine Grenze mehr zwischen Geld und Fiskalpolitik. Das können auch die an den Haaren herbeigezogenen Gründe, wonach der Kauf von Staatsanleihen vom Mandat der EZB angeblich gedeckt ist, nicht verbergen. Sein Schlusssatz ist sehr schön. Not kennt kein Gebot. Ja, hier ist doch der Umstand aber, dass die Anspruchshöhe der Menschen in Europa, insbesondere auch in Deutschland, einfach ja nicht die Not haben wollen. Hier ist also die Angst vor der Not, ohne die Not selbst zu haben, wirklich schon die Regel Not kennt kein Gebot. Gilt das von heute an auch für den Bürger? Also wenn die Banken und die Staatsfinanzen sagen, Not kennt kein Gebot, also regellos, wilder Westen, kommen dann nun auch die verschuldeten Bürger und sagen auch, Not kennt kein Gebot. Mir sind hier die Radkappen geklaut worden und mir ist der Scheibenwischer hinten von meinem Auto geklaut worden. Da ist dann stattdessen ein altes, abgelabbertes Ding reingebaut worden. Und sowas kostet dann eben mal 50 Euro nebenbei. Man darf gespannt sein, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Das war das, was ich gestern meinte. ESM muss abgelehnt werden. Diese EZB-Geschichte kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich also hier die Zeitung von hier in der Toskana. Venerdì 7 settembre 2012 La Nazione und Vinci Draghi Borsa in Festa. Das heißt also, der EZB-Präsident, EZB heißt hier in Italien aber anders, BCE heißt das hier, der Präsident der Europäischen Zentralbank. Vince Draghi, also er hat sich durchgesetzt, Borsa in Festa. Draghi wird also Luftgeld drucken und hängende Staatsanleihen von Italien kaufen und die Börse international hat eine Party in Festa, freut sich. Der Präsident della BCE zitiert, acquisti illimitati di titolo di Stati. Also sie kaufen jetzt die Staatsanleihen, solo i tedeschi contrari, nur die Deutschen sind dagegen. Vicini in Ralso, crolla lo spread. Also sie werden diese Haftung übernehmen. Monti, der italienische Ministerpräsident, rigore, Reformen, niente aiuti. Also keine Hilfe, sondern sie schaffen die Reformen selbst, sagen sie. Das ist aber der Trick bei der ganzen Sache. Sie machen die Reformen nicht, weil es den Bürgern dann etwas kosten würde und sie kommen mit den Luftgeldstaatsanleihen so davon. Ich wollte nur sagen, hier war gerade ein wunderbares Essen. Der Yoshi Grossa aus München, eigentlich hier in der Toskana angesiedelt, macht eine Kochschule und er produziert hier selbst. Und es gibt unglaubliche Sachen. Macelleria, also Schachsalat, Gourmet-Shop, Chianti Cooking. Ich glaube, er hat jetzt hier zugeschlossen, ich bin ja im Hintereingang. Hier ist die Karte von heute. Quiche Lorraine, Lasagne Ragu, Pasta Freda, Vitello Tonnato, Pâté Francese. So, ich hatte heute den Spaß. Salsiccia, Salame, Finchiona, Sapressata, Burrata, Fresco di Cori, I Bistecca di Maiale, Vitello, Pollo Nostrale und jetzt hier, Joshi! Signore, prego, una! Das ist Yoshi Grossa, unser großer Sternekünstler, und wir haben so wunderbar gegessen und er macht perfekten Kaffee sogar. Natürlich gibt es auch Qualcosa Dolci und ich hoffe, wir werden demnächst nochmal sozusagen weiterarbeiten, professionelle Dinge besprechen, denn es ist unglaublich, wenn man immer redet, kennst du einen Geheimtipp? Ja, man tut immer so, ja, nein. Aber hier habe ich jetzt durch Glück, ich habe gar keine Verdienste, durch Glück den Geheimtipp dieses Ortes hier gefunden. Und das ist wirklich die grandiose Sache. Vielen Dank, herzlichen Dank.
Also, YouTube, Lichtgeschwindigkeit, Jossi Grosser und der Sternekoch aus München ursprünglich.